Visa zur Ausreise sind unverzüglich zu erteilen. Am 9. November 1989 verließ Günter Schabowski, Sprecher des SED-Politbüros, einen Text zur neuen Reiseregelung der DDR, die eigentlich erst am nächsten Tag in Kraft treten sollte. Hunderttausende Menschen in Ost-Berlin stürmen daraufhin die Grenzübergänge und klettern über die Mauer. Hallo und herzlich willkommen zu Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Christine Schumann. Am 9. November jährt sich der Fall der Mauer zum 30. Mal. Für uns beim Deutschen Bildungsserver Anlass genug, interessante Seiten aus unserem Informationsangebot zu fischen und Ihnen vorzustellen. Ich habe aus unserem Dossier 30 Jahre Mauerfall drei Webseiten ausgesucht, die mir besonders gut gefallen haben. Ziemlich gut zum Beispiel finde ich die Webseite Chronik der Mauer. Sie bietet jede Menge multimediale Informationen, Audios und historische Fotos und Statistiken, Literatur und Linklisten. Es sind sage und schreibe über 1000 Dokumente. Auch Fernsehbeiträge und Filminterviews wurden zusammengetragen, zum Mauerbau, zur Entwicklung der DDR und natürlich zum Fall der Mauer. Auf der Webseite gibt es auch noch eine App, besonders toll für Berlin-Besucher. Sie heißt die Berliner Mauer und bietet geführte Touren entlang von Mauerresten, Denkmälern und geschichtsträchtigen Orten. Mit der interaktiven Karte kann man sich zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Sehenswürdigkeiten führen lassen. Für Lehrerinnen und Lehrer sind die ergänzenden Arbeitsblätter zur App interessant. Sie eignen sich prima zur Vorbereitung einer Klassenfahrt. Die Webseite Chronik der Mauer ist wirklich sehr zu empfehlen. Von der Chronik der Mauer zur Chronik der Wende, so heißt übrigens auch die URL des Angebots, das ich jetzt vorstelle. Die Webseite Chronik der Wende besteht aus zwei Teilen und ist wirklich einzigartig. Der erste Teil ist die gleichnamige Doku-Serie. Sie beschreibt die umwälzenden Ereignisse von Oktober 1989 bis März 1990, die zum Zusammenbruch der DDR und zur Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten führten. 163 Tage lang, Tag für Tag. Zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution und des Mauerfalls bietet der Rundfunk Berlin-Brandenburg alle Folgen der preisgekrönten Chronik wieder in seiner Mediathek an. Der zweite Teil ist die Webseite selbst. Hier gibt es zu den 15-minütigen Filmfolgen der Mediathek vertiefende Informationen. Audiokollagen, die die Ereignisse des Tages hörbar machen, Originaltöne wie Kurt Hagers berühmte Tapetenrede und es gibt Faksimiles von Zeitdokumenten, von Schnüffelprotokollen der Stasi bis hin zu Schabowskis Redemanuskript mit der legendären Ankündigung. Wer Ideen zur aktiven Auseinandersetzung mit der jüngsten Geschichte hat, ist auf der Webseite zum Wettbewerb Umbruchszeiten Deutschland im Wandel seit der Einheit goldrichtig. Der Wettbewerb richtet sich an Jugendliche zwischen 14 und 19 Jahren, die Lust auf eigene Projekte haben. Wie wäre es zum Beispiel, sich mit berühmten Musikerinnen der Wendezeit und deren Songs auseinanderzusetzen oder der Lebensgeschichte bekannter Sportler nachzuforschen? Für die Themenwahl finden sich auf der Webseite viele Anregungen. Auch bei den Projektformaten besteht große Offenheit. Berichte, Podcasts, Videos, Comics, Bücher, alles ist möglich. Den 30 Gewinnern winken Geldpreise in Höhe von je 500 bis 3000 Euro und eine Reise zur Preisverleihung nach Berlin. Einsendeschluss für den Jugendwettbewerb Umbruchszeiten ist der 1. März 2020. Alle drei Informationsangebote und noch andere ziemlich gute Hinweise auf Portale und Unterrichtsangebote finden Sie beim Deutschen Bildungsserver im Dossier 30 Jahre Mauerfall. Viel Spaß beim Stöbern!